Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Dimitri. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben in diesem Format jetzt ja länger nichts voneinander gehört. Das liegt daran, dass ich mich jetzt nur noch auf besondere Datenfallen konzentrieren möchte. Der Grundtyp von Aufbau, von Vorgehen, von Inhalt, wie das Ganze abläuft und welche Gefahren das mitbringt, das habe ich, denke ich, in dem Format bisher ausreichend kommuniziert und dank euch konnte ich das eben der Welt zur Verfügung stellen, weil ihr mir wunderbar viele Links gegeben habt, weil ihr mir Dutzende Nachrichten geschrieben habt und mich eben immer dabei unterstützt habt, das Ganze bekannter zu machen und zu verbreiten. Damit haben wir jetzt das Rüstzeug, eben jeden, der uns irgendwo solche Links schickt oder den wir irgendwo treffen damit, den wir auf sowas verweisen können, damit die mit diesem Scheißdreck aufhören und der Schaden begrenzt wird. Jetzt möchte ich mich auf Datenfallen konzentrieren, die vom Typ her völlig neu sind. Das heißt, wo nicht nur Hintergrundbild oder Beschreibung ausgetauscht worden sind, die besonders perfide sind, weil die zum Beispiel eine ganze Internetseite kopieren oder neben Daten auch versuchen, Konto- oder Kreditkarteninformationen zu bekommen oder die, wie diese Seite, die ich euch heute vorstellen möchte, eine schöne Mitmachmöglichkeit für euch bietet. Natürlich sollt ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen, sondern hier geht es heute darum, dass es sich nicht um ein eigenständiges Gewinnspiel-Internetseite handelt, sondern es ist ein Google-Formular, Google Documents, auch unter englischsprachigen genannt. Und die haben den schönen Vorteil, dass Google solche Betrügereien natürlich nicht mag und man das Ganze melden kann. Und sobald wir hier mit der, ich nenne es mal Beweisführung, warum sich das Ganze hier um Phishing und Betrug handelt, zu Ende gekommen sind, darf die Ziegenarmee einmal richtig schön zeigen, dass sie mit ihren Hörnern die Betrüger so richtig schön aufspießen und ihnen ein bisschen in den Arsch treten kann. Aber zuerst wollen wir uns natürlich anschauen, warum es sich hier um Betrug handelt. Die Überschrift sagt schon, wir suchen den Tester. Wer wir ist, wird hier offen gelassen. Es gibt bei Google Docs kein Impressum, auf das wir uns jetzt berufen könnten, um mal nachzuschauen. Also wird ja hier davon ausgegangen, es handelt sich um die Firma. Auch weil darunter steht, beantworten Sie unsere Umfrage, um sich als M&M-Produkttester zu qualifizieren. Man könnte es ja fast glauben, wenn da nicht dieses schöne, geklaute, total zusammengeschnittene Bild hier oben stand, wo mal ein Text in Briefmarkenauflösungsqualität hier wäre. Dann könnte man es ja fast glauben. Wir wollen uns jetzt einmal diese Umfrage anschauen, versuchen das Ganze möglichst lächerlich zu machen. Magst du M&Ms? Natürlich nicht. Ich bin hier nur, um Betrüger zu überführen. Und du? Welche Kombination magst du am liebsten? Guck mal, hier steht du, da oben steht sie. Immer so eine Geschichte bei Datenfallen. Rechtschreibung und Grammatik. Diese Typen sitzen meist im Ausland und das kann man an der Aufmachung und der Gestaltung des textlichen Inhaltes immer sehr schön sehen. Nur Schokolade, bitte. Was ist dein M&M-Liebling? Oh, Minzschokolade klingt sehr gut. So, vielen Dank für die Teilnahme an unserer Umfrage. Geben Sie bitte Ihre Bewerberdaten, ein, um Produkttester zu werden. So wie sich das liest, steht es hier natürlich völlig außer Frage, ob wir Produkttester werden oder nicht. Wir werden es. Hier steht jetzt allerdings Link zum Bewerberformular. Das heißt, wir müssen uns zuerst noch bewerben. Das ist jetzt allerdings kein normales Link zu irgendeiner Seite. Das ist ein Reflink, erkennt ihr hier. Da, das ist deren Name quasi. Und der führt zu dieser zugegebenermaßen etwas besser gemachten Seite. Und jeder, der sich auf dieser Seite über diesen Link anmeldet, sorgt dafür, dass die Ersteller dieses schrecklich schlecht gemachten Google-Dokumentes Geld dafür bekommen, da diese Leute hier auch wieder Geld damit verdienen, dass Menschen sich hier eintragen. Auch wenn es hier wieder so dargestellt wird und auch wenn das ein bisschen besser aussieht als das Bild in Briefmarkenqualität, auch hier handelt es sich nicht um M&M-Firma. Es handelt sich hier um eine Datenfalle. Datenfalle bedeutet, hier werdet ihr mit irgendeinem Vorwand, sei es Gewinnspiel, sei es Gratistester oder sei es Fußball-WM, dazu angehalten, eure Daten einzugeben. Die dienen allerdings nicht dazu, dass ihr jetzt M&M-Tüte nach Hause bekommst oder ein Reise, ein Auto, ein Fußball- oder Mondreise. Es geht einfach darum, dass Information in unserem heutigen Zeitalter alles ist. Informationen sind Geld wert, vor allem Personeninformationen, denn die werden wiederum an Datenhändler, Callcenter und Firmen weiterverkauft. Warum es für diese Leute hier, es handelt sich hier um die, wie immer oder wie so oft,
um die MyGimme GmbH, die wir schon von vielen, vielen, vielen anderen Gewinnspielen kennen, eben um einen bekannten Datenhändler, der mit solchen Geschichten viel Geld verdient. Mit der Unbedarftheit der Menschen, mit der Unwissenheit, natürlich auch mit der Naivität, und da ist eben der Punkt, wo dieses Format seine Wichtigkeit zeigt, tut etwas. Sorgt dafür, dass sich diese Information verbreitet, damit diesen Menschen das Handwerk gelegt wird. Hier oben steht zum Beispiel noch deine Bewerberdaten. Einen Fehler haben sie aber gemacht, den haben sie einfach aus den Text aus anderen Gewinnspielformularen übernommen, die sonst 1:1 so aufgebaut sind. In welcher Sprache sollen wir sie im Gewinnfall kontaktieren? Gewinnfall, Gewinnspiel. Damit haben die sich hier schon verraten. Jetzt geht es hier natürlich darum, was passiert mit den Daten, die eingegeben werden. Hier wird jetzt verlangt, vorher kannst du nicht mitmachen, dass dich Sponsoren postalisch, telefonisch, bla 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 anrufen dürfen. Wir haben heute den 28.05., das heißt, das europäische Datenschutzrecht, das neue, ist in Kraft, vor dem alle so Panik haben. Und wir werden jetzt mal gucken, wer trotzdem über diese Wege noch Daten aufkauft. Hier interessiert uns natürlich direkt Kontakt per Telefon oder Post. Und wir sehen bekannte, neue, alte Firmen, Buda direkt. Die kennen wir, Versicherung, FAZ, war mir bisher noch nicht bewusst, dass die da drin sitzen. Elite Premium Service AG, die zum Beispiel momentan versucht, alte Menschen zu Kaffeefahrten zu überreden am Telefon, die mit enormem Stress und hohen Kosten für die Menschen verbunden sind, wenn man den ganzen Berichten Glauben schenkt, die im Internet stehen. Und im Zweifelsfall glaube ich bei solchen Geschichten den Menschen, weil ich weiß, wozu diese Firmen fähig sind, wenn es um Geld geht. Dinner for Dogs. Century Beast, die sind uns ja auch gut bekannt, dadurch, dass sie hier dicke Strafen gekriegt haben, weiter telefoniert haben und denen dann der Geschäftsbetrieb untersagt wurde und sie trotzdem noch da sind. Cura Blue vertreibt Pflege, die Hilfsmittel. Hier haben wir eine mir noch nicht bekannte Firma, die eine Tippgemeinschaft darstellt, die heißt, die werden dich wahrscheinlich mit Lotto anrufen und wir werden sehen, um was es sich dabei handelt. Medien Total GmbH Verlagsangebote, da kriegst du wieder ein Mickey Mouse angedreht. Nochmal Verlag und nochmal Burda. Jetzt müssen wir sehen, hier fehlen sämtliche Stromanbieter, ob die sich bei Kontakt per E-Mail verstecken. Auch hier sind jetzt Lead GmbH, Lead UNA, alles wo dieses Lead oder irgendwas mit Adresse drinnen steht, handelt es sich auch wieder um Datenhändler. Und die halten sich in den seltensten Fällen an das Verbot, dass man Menschen eben nicht aufgrund der Teilnahme an solchen Gewinnspielen oder vermeintlichen Produkttestgeschichten anrufen darf. Das ist höchstrichterlich kassiert worden, dass das hier keine Werbeeinverständnis ist, auch wenn du die E-Mail bestätigst, die sie dir am Ende schicken. Das ist der ganze Zauber. Ein paar Trittbrettfahrer kassieren über einen Rev-Link, meistens sind es so 2,50 Euro pro Anmeldung dafür, dass Menschen sich bei diesem Portal anmelden und die MyGimme GmbH ein Schweinegeld damit verdient, die Daten, die Menschen hier unbedarft eingeben, weiter zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass die Menschen telefonisch terrorisiert werden. So, wir gehen, da wir das hier geklärt haben, zurück zum Ausgangsproblem, dieser hässlichen Google-Seite. Hier gibt es, dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt. Hier gibt es den schönen Link Missbrauch melden. Das Ganze sieht dann so aus. Google-Formulare, Art von Missbrauch, Spam, Malware oder Phishing. Phishing heißt in dem Fall, die sammeln Kundendaten. Und wir werden jetzt einfach mal auf Missbrauch melden drücken. Vielen Dank für Ihre Missbrauchsmeldung. Sie wurde gesendet und wird so schnell wie möglich überprüft. Jetzt bin ich allerdings nur ein kleiner wütender Ziegenbock, der hofft, dass diese Seite schnell vom Internet verschwindet. Und ihr seid jetzt gefragt, das Gleiche zu machen. Spitzt eure Hörner auf zum Angriff. Lasst uns eine Internetseite der Betrüger aus dem Netz nehmen. Die haben viel Geld dafür ausgegeben, das bei Skype, Tumblr, Facebook etc. als Werbelink einzustellen. Und wenn der Werbelink nicht mehr aufrufbar ist, gut, sie können ihn neu erstellen, aber der Kampagnenlink bei den entsprechenden Seiten ist an das Google-Formular gebunden, das durch unsere Hilfe hoffentlich bald aus dem Internet verschwindet. Ich freue mich, euch bei zukünftigen Datenfallen erkennen Videos, die wie gesagt, ab jetzt etwas Detaillierteres, etwas Besonderes sein sollen, begrüßen zu dürfen. Die Alteingesessenen, die das alles schon kennen, werden dort leider auch nichts mehr Neues erfahren. Aber ihr dürft mich gerne unterstützen, indem ihr diese Geschichten euch trotzdem anhört, wenn ihr Spaß dabei habt.
wenn ihr es wie informativ haltet, anderen Menschen das zugänglich zu machen. Und ansonsten kommen wie gewohnt auch wieder jede Menge Telefonanrufe. Ihr müsst euch da also keine Sorgen machen. Lasst Datenfallen erkennen links liegen, wenn es euch nicht interessiert und gönnt mir den Spaß. Wir hören uns beim nächsten Anruf, meine Freunde. Bis dahin, vielen Dank.